Sie sind hier, 24. Juli 2018, 6.46 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Tony Parker war 17 Jahre lang Kopf der San Antonio Spurs. Urheberrecht Getty Images. Nach 17 Jahren verlässt Tony Parker die San Antonio Spurs, mit denen er 4 NBA Championships gewann. Sein neues Team hält große Stücke vom Routinier. Der viermalige NBA-Champion Tony Parker, 36, verlässt wie erwartet nach 17 Jahren die San Antonio Spurs und wechselt zu den Charlotte Hornets. US-Medien zufolge erhält Parker einen 2-Jahres-Vertrag, der ihm 10 Millionen Euro einbringen soll. Wir sind begeistert, einen Spieler von Tonys Kaliber und mit seiner Erfahrung in unseren Kader aufnehmen zu können, sagte Generalmanager Mitch Kupchak. Wir glauben, dass er uns durch seine Erfolge und seine Playoff-Bilanz zusätzliche Tiefe geben wird und wir unserem Team zudem eine echte Führungspersönlichkeit verschaffen, ergänzte er. Parker führte die Spurs 2003, 2005, 2007 und 2014 zum Titelgewinn in der NBA. In der vergangenen Saison kam der Franzose jedoch nur auf 19,5 Minuten Einsatzzeit im Schnitt pro Spiel, der niedrigste Wert seiner Karriere.